Und wir bleiben in Leipzig, die zweitgrößte Stadt Ostdeutschlands. Sie kommt einfach nicht zur Ruhe. Der Tag nach den gestrigen Randalen, ein Thema heute am 12. Januar. Willkommen zur Umschau. Aber zuerst zu diesem Thema. Spätestens nach dem Anschlag heute Morgen in Istanbul wissen wir wieder einmal, im Urlaub geraten Touristen schnell in Lebensgefahr, nicht nur durch Terror. 4 Jahre zurück liegt diese Katastrophe, der Untergang der Costa Concordia. Er jährt sich morgen am 13. Januar. Nur weil es schon so lange zurückliegt, heißt es nicht, dass es für die Betroffenen abgeschlossen ist. Ja, lauter gute Ideen. Diese hier war keine, denn plötzlich ging es in Leipzig zur Sache, wieder einmal. Sie haben vielleicht schon die Bilder der Ausschreitungen in Leipzig aus der letzten Nacht gesehen. Neben den Demonstrationen für und gegen die Legida-Bewegung zogen offenbar auch rechte Hooligans durch die Straßen und hinterließen große Schäden. In Frankreich sind jetzt gerade 2 Studien zum Thema Baclofen abgeschlossen worden. Die Ergebnisse werden schon bald erwartet. Ja, und falls Sie jetzt am Ende der Sendung Themen vermisst haben, die wir schon programmbegleitet angekündigt haben, keine Sorge, die kommen nicht zu kurz, sondern in der nächsten Woche. Für heute verabschiede ich mich. Den Umschau-Quicktipp finden Sie auf unserer Internetseite und natürlich auf unserer Seite bei Facebook und auch täglich bei den Kollegen von MDR Jump im Radio. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.